Hallöchen, meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu F1 2016 im Koop-Modus. Ja, das Rennen in Baku ist ja sehr in die Hose gegangen, sag ich mal so. Also Sertalius und Seedy sind leider sehr, sehr früh ausgeschieden. Besonders Seedy ist wirklich sehr, sehr früh leider ausgeschieden. Und ja, ich hatte natürlich leider auch am Anfang eine doofe Kollision, wodurch ich dann natürlich auch meinen Flügel austauschen musste und dadurch auch noch einen zusätzlichen Boxenstopp hatte. Das hat mir dann quasi auch Punkte gekostet, sonst wären wir wahrscheinlich weiter vorne gelandet. Aber da war leider überhaupt nichts mehr möglich. Vor allem natürlich der Reifenschaden am Ende. Wäre das nicht gewesen, hätten wir definitiv Punkte mit nach Hause genommen. Aber so sind wir dann leider auf, ich glaube Platz 20 oder irgendwie so gelandet. Naja, gut, das Rennen müssen wir einfach abhaken. Und ja, werden dann jetzt Österreich fahren, also den Red Bull Ring. Mal gucken, ob Seedy da vielleicht einen Vorteil hat mit seinem Red Bull. Schauen wir mal. Wird bestimmt ein etwas lustigeres Rennen, weil wir da nicht so extremst nahe Wände haben und die Strecke an sich eigentlich auch ganz nett ist. Und ja, dann werdet ihr jetzt das Qualifying wie gewohnt im Schnelldurchlauf sehen und danach das komplette Rennen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, Leute. Österreich. Spielberg. Ich weiß nicht, der Kameramann vor mir, der hält gerade das Objektivteil irgendwie eher in seine Nase als in sein Auge. Ach du Schande, sollte da Toto Wolff sein? Ja, könnte sein. Ich bin soweit. Ich auch. So. Na denn. Oh, Alter. Das sind doch keine 5 Plätze. Ich bin 4-6. Ja, das kann doch nicht wahr sein.
Bottas und Quert. Ah ja. Eigentlich hättest du ja die Pole Position gehabt, ne? Ja. Egal. Ich dachte, ich könnte dich mit einem Reifenpoker überholen, aber nein. Nix da. Na, warte mal, vielleicht noch mal Glück und es regnet noch mitten im Rennen. Ja, definitiv. Würde mich nicht wundern. So wie die Wolken da oben aussehen. Also bei mir sind es einfach nur die Texturen. In 5 Minuten regnet es. Ah, toll. Das heißt 2-3 Runden und dann fängt es an zu blästern. Ja. Klasse. Alter, Pönti, das war knapp. Das war richtig knapp. Ja. Achso, jetzt hat er übernommen. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt hier? Ich auch so, was ist denn jetzt passiert? Warum ruf ich meinen Arsch? Warum fährst du mir hinten rein? Ach, überholt. Und das in der Einführungsrunde. Yeah. Und. Ich fahr durch dich durch. Oh. Bottas quert Alonso Perez. Ja. Real, also. Total. Da hinten ist neben mir links. Ja. Rosberg ist hinter mir auf 10 und Ricardo auf 9. Raikön 11. Das ist mal ein Rennen. Das wird lustig. Vor allem der kurze Sprint zur ersten Kurve wird geil werden. Ja. Yeah. Ich glaube, ich hatte noch nie Bottas auf 2 neben mir. Also. Ich hoffe, der ist nicht so ein Crash-Kit wie Hamilton. Also Bottas hat sich auf jeden Fall gerade gedreht, das habe ich im Rückspiegel gesehen. Bernie? Ja? Was war denn das für eine Nummer? Also ich habe gerade die vor mir erwischt und dann haben... Alter! Was ist denn da passiert? Na, Bernie hat sich in mein Rad eingehakt und ich habe ihn erst mit endlich geschoben. Na, der Witz war eigentlich, dass die beiden Pfeifen vor mir... Die haben ihn so weggedreht. Ja, dass die sich weggedreht haben und damit haben sie mich weggedreht. Ich möchte sagen, ich war schon außen in der Auslaufzone. Mhm. Dann flog mir auf einmal ein Bernie direkt vor die Nase. Wo sollte ich doch hin? Ich war schon draußen. Vor allem das Miese ist, ich kann ja jetzt nicht sagen, so, ja cool, ich wechsle mal die Strategie, das fängt ja eh gleich an zu regnen. Ja. Also das heißt, Flügel ist beim Arsch, aber ich bin draußen, bis die Regenpfeifen drauf ist, ziehen sie. Ich hab nach hinten geguckt und sah nur auf einmal Bottas quer über die Fahrbahn fliegen. Das war schon lustig. Ja. Und ich hab dann eine Bernie fliegen gesehen. Ach, hier liegen auch ganz schön viele Trümmer rum. Vor allem, was dann am besten noch war, dann haben sie noch zu mir gesagt, ich hätte unter Gelb überholt. Ja, ich musste auch noch Bottas dann überholen lassen. Ja, und damit konnten die alle an mir vorbeifahren, was natürlich sehr geil war. Klasse. Hast du gesehen? Ja. Ich hab einen platten Reifen. Was? Schön. Du hast einen platten Reifen. Hm? Wovon? Linkes Vorderrad. Wovon? Gutierrez, glaube ich, ist mir eingefahren. Oder irgendjemand also anders. Wehrlein war das gewesen, glaube ich. Ja. Das Rennen ist gelaufen für mich. Ich bin direkt hinter Start und Ziel. Wie soll ich denn das wieder aufholen? Hey. Kann man das mal erklären? Das alles fing damit an, dass mir quasi vor die Fresse geflogen ist. Ja, weil die beiden Pfeifen vor mir angefangen haben, dich zu drehen. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde. Ey, guck dir mal an, wo Guilford ist, ne? Ja. So krank. Ja gut, ich war natürlich nicht in dem Kuddelmuddel drin, ne? Ja.
Ich hab's ja nur beim Blick nach hinten gesehen. Das ist echt ärgerlich, dass direkt am Anfang des Rennens so eine Scheiße immer passieren muss. Ja. Alter! Da stand plötzlich Massa quer auf der Straße und war ein Geist. Okay. Ein Massageist. Achtung, Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Keine ja, ich weiß, dass vor mir gelbe Flaggen sind. Vor allem, warum werde ich zum Geist? Kurz. Das ist, wie gesagt, sehr komisch, also. Dann müsste er derjenige, der einen Reifenschaden hat oder so, zum Geist werden, aber noch nicht der, der von hinten mit dem Affenzahn angeflogen kommt. Flügel weg, Reifen kaputt und wieder war ich nicht schuld. Wo sollte ich denn hin? Haben wir nur nie in Luft auflösen, ist das eine Scheiße. Wie gesagt, ich habe auch Flügel weg, Reifen sind auch eigentlich schon mehr als kaputt. Ey, da überrunden die mich jetzt schon alle. Das was? Was passiert? Und wird von allen überrundet, ne? Ist doch krank. Ja, was passiert? Der ist in der Boxeneinfahrt nach draußen geschossen. Nein. Was ist denn jetzt los? Er ist ausgeschieden. Ich bin in die Boxeneinfahrt rein. Und kurz bevor die KI ist er nach außen gerutscht. Und er hat die KI übernommen und dann war ich mir wow. So, der DRS wurde deaktiviert. Leck mir Arsch, ey. Geil, Alter, ey, irgendwie. Ist das zum Kotzen? Also momentan läuft's nicht wirklich gut. Ich muss mich zurück. Ey, vor allem, wenn ich überlege, als wir die KI auf leicht hatten im ersten Rennen, da sind wir relativ gut durchgekommen. Da waren wir zwar dann massig weit vorne weg, aber wir sind relativ gut durchgekommen. Und jetzt, ey. Medium ist echt. Ja, also sind zu nervig schnell. Also, eigentlich sind sie nicht schnell, aber sind nervig. Genau, ja. Sie fahren halt zu aggressiv. Eieiei. Was, mein Sprit wird knapp. Wie? Muss ich mich verarschen? Fährst du die ganze Zeit doch fett, oder was? Nein, ich fahr Standard. Du musst 21 Runden, 0,21 Runden, ne? Okay. Hast du vielleicht versehentlich eben zu viel Benzin rausgenommen? Nein! Ist sehr geil, jetzt muss ich den Reifenplatz haben. Das ist schön, jetzt muss ich zurückrunden und hast keinen Sprit mehr. Also ich muss jetzt auf Mager mich zurückrunden. Ja, super. Juhu. Da kommt ja Freude auf. Dann muss ich, gesagt, ich muss ja nicht ewig malen, nur so, dass es dann ein bisschen wieder passt. Genau, und dann ist er wieder in Ordnung. Aber auch so, du kriegst wahrscheinlich noch eine Strafe für Ignorieren der blauen Flaggen. Mhm. Ja, ich nutze die Zeit noch, um was zu trinken. Upsala, da ist mich ein bisschen verwandt. So, und schon wenn ich ein bisschen im Plus, kann ich wieder auf Standard schalten. Kommt mir das nur so vor, da kommen so ein paar einzelne Tropfen schon runter. Ja, es regnet. Man hört's. Ja, zumindest habe ich gedacht, ich könnte sehen ein paar, Wassertropfen. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Man hört auch Regen. Wäre schön, wenn es jetzt mal etwas schneller anfangen würde zu regnen, weil meine Reifen sind jetzt schon bei 51%. Ich müsste langsam überlegen, mal die ausgeschossen. Und ich habe auch das Gefühl, es wird schon etwas rutschiger. Ja. Ja,
Ich bin schon froh, dass ich das Qualifying auf den Supersoft, nicht auf den Ultrasofts gefahren bin. Sonst hätte ich jetzt ein dickes, richtig dickes Problem. Oh, die rutschen jetzt mal richtig übel. Der Regen nicht mal stärker werden. Diese Mischbedingungen sind scheiße. Die Streckenbedingungen werden nicht besser. Du entscheidest, ob das mit Mischbedingungen auf Intermediates geht. Was? Auf Grüne geht's sogar. Ja, aber für Intermediates ist es noch zu trocken. Echt? Ich fahr auf Intermediates. Weißt du? Deswegen sieht ganz gut aus. Du fährst jetzt schon auf Intermediates? Na ey, ich musste die Box um mir eine Nase zu holen. Meinst du, da fahre ich nochmal auf Trocken raus? Ja, gut. Okay, Teamkollege ist in der Box. Das ist aber ein bisschen komisch. Ja, die Kurve, die da hast, da ging mir der Arsch weg. Ich denke mal, in der nächsten Runde wird es ein bisschen angenehmer. Da hat es schon ein bisschen mehr geregnet. Oh. Ja, ich komme schon jetzt auch lieber Intermediates. Da sind ein paar Kurven, die echt sehr rutschig sind. Oh, Massa hinter mir ist sogar bei der Boxeneinfahrt auf den Rasen gefahren. Die fahren jetzt alle gerade an die Box. Ja, ich schon bin jetzt gerade in der Box. Ja, Dex und Alonso haben jetzt Intermediates drauf. Also so lange. Ja, ist auf die. Jetzt regnet es ja auch etwas stärker, aber in der Runde davor war jetzt noch nicht so viel Regen. Aber man merkte schon, dass es rutschiger wurde. Boah. Hier ist wirklich hart. Kannst du schon durch den Wechsel auf die Intermediates was gut machen? Oder bist du noch beim Zurückrunden? Bisschen Teamkollege ist schon wieder in der Box? Meine auch. Der war erst eine Runde vorher in der Box. Warum ist der schon wieder in der Box? Also, haben sich Trockenreifen geholt, jetzt wollen sie sich Intermediates. Der macht total viel Sinn. Ja, die sind nämlich vor mir, der war gerade auf Supersoft unterwegs. Ultra. Ah, toll. Mhm. Bottas auf Platz 6 ist jetzt auf Grün unterwegs. Also fast alle bis auf Paris hat noch Ultrasoft drauf. Alle anderen haben Intermediates drauf. Selbst mit den Intermediates rutsche ich gerade ganz schön raus. Ist noch ein bisschen. Das ist momentan nichts halbes und nichts Ganzes auf hier auf der Strecke. Ja. Nee. Achtung, Bottas von hinten. Ja, hier ran, das war schön. Boah, Schleichkämpfe. Ja, voll. Das richtig gesehen, wie er eigentlich hätte aufmachen können, weil er hätte es sehen müssen. Naja, ich bin überrundet dann. Der macht hier gar nichts auf. Tja, das wird jetzt ein Kampf für dich. Boah, vor allem 10 Runden noch. Das wird echt hart. Es wird schon hart, überhaupt in die Punkte zu kommen.
Alter, Bottas. Ich war schon vorbei. Ja. Dafür ist jetzt Bottas zusammen mit Hülern durchgeknallt. Du kannst aber noch weiterfahren, oder? Naja, er kann noch weiterfahren. Wenn sie nicht bald wahrscheinlich disqualifizieren wegen blauen Flaggen. Nö, ich habe keine blauen Flaggen zurzeit. Das ist alles gut. Eriksen macht Platz. Hey, hey, hey. Also mit dem Bremspunkt. Da fährt der Guilford raus. Ja, mit den Bremspunkten, das klappt noch nicht so ganz beim Regen gerade hier. Oh. Da sind aber ein paar Flecken, die echt verdammt rutschig sind. Okay, Rosberg ist gerade von der Strecke geflogen, okay. Entweder ist er jetzt ganz am Arsch, oder? Ja, ich würde sagen, er ist ganz am Arsch. Weil der stand da nämlich sehr toll auf der Straße. Fährt aber wieder. Das stimmt. Dann auch wieder angezeigt. Er ist 19 da. So langsam kommen die ins richtige Temperaturfenster, die Reifen. Grip wird schon ein bisschen besser. Ja, du dürftest ja schon jetzt optimalen Grip haben, Zini, weil du ja schon ein paar Runden mit draußen bist, ne? Meine fahren richtig gut. Mein Bremsbock ist verpasst. Ganz leicht. Ja, beim Regenrennen passiert das öfters mal, dass man den Bremsbock nicht hinkriegt. Also. Die Strecke verzeiht da wenigstens ein bisschen. Ja, du hast noch ein bisschen Auslaufzone. Und wenn er dann halt der Rasen ist, ne? Ah, Alter. Sau. Das war zu viel. Nee, du hast gerade einen Schlag bekommen von Button. Ach so, von hinten? Also doch. Ich dachte, das kann gar nicht sein. Ich stand doch voll auf der Bremse. Was ist denn los? Nee, du hast gerade von Button einen leichten Schlag bekommen. Aber oh, das sah schön aus. Okay. Sektor 3, ist jemand abgeflogen. Da war definitiv Dreck auf der Reifen, das merkst du sofort bei der Erfahrung. Das stimmt. Oh, ich krieg keine Kurven mehr. Und warum? Weil mir wieder einer hinten in die Kabel gekommen ist. Ja, warten. Weil es hätte nämlich schön geklappt, beide zu erwischen. Wie gesagt, der hat dich nur ganz sanft erwischt. Ja, aber das merkst du bei Regen sofort. Ja, eben. Da geht dir direkt der Arsch weg. Hat nämlich die perfekte Linie, um beide zu kaschen und zack. Pff, 40 Sekunden zum Wasser ist das. Das bringt gar nichts hier, das Fahren. Das kann ich mir Erfahrung. So klar. Ich die Strecke jetzt schon gefahren bin. Ja, genauso als wenn du mir sagst, Australien müsste ich mal wieder fahren. Ja, stimmt. Müsstest du nochmal fahren.
starten wir über die Saison nochmal neu. Nee. Können wir nochmal Monaco fahren. Nochmal Monaco, genau. Hoppala. Jetzt habe ich kein Frontflügel mehr. Was denn schießt weg? Den schießt so aus. Oh, stimmt. Ich auf die Tribüne. Das glaube ich. Was hast du mit deinem Frontflügel gemacht? Ja, ich bin gerade im Hülkenberg reingerutscht. Das war auch nicht so ganz geplant. Naja. Schön, der Regen wird stärker. Dein Ernst? Bald ein Wechsel auf Regenwechsel. Dein Ernst? Ich bin gerade in der Boxengasse. In 5 Minuten wird der Regen stärker, also ich denke mal so 2 Runden, 3 Runden, dann... Boah! Also wenn du Glück hast, kannst du mit den Intermediates jetzt durchziehen. Wird zwar dann die letzte Runde heftig, aber... Mann. Das war knapp mit Magnussen. Noch lässt er die Linie, noch lässt er die Linie. Jetzt ist er nicht raus. Und der Rad ist weg, aber was willst du verarschen? Ich war auf der Linie. Zum einen, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Du hast die Leitplanke nur geküsst. Ja. Ich war auf der Ideallinie. Genau, du warst auf der idealen Linie. War vorbei. An ihm vorbei. Und du hast er zieht rein und klatscht mir einer vom Feinsten. Ja, und vor allem das Ex. Und vor allem, was extrem geil ist, finde ich, du, der schiebt dich und anstatt, dass der mal vom Gas geht, gibt der weiterhin Vollgas. So nach dem Motto, na, den schiebe ich jetzt, darf doch nicht wahr sein. Eine geile KI, oder die ist so programmiert, den Programmierer dieser KI, den würde ich gerne nehmen, auf einen spitzen Pfahl setzen und zwar nackt mit dem Arschloch auf die Spitze und dann würde ich an den Beinen mal kurz ziehen. Das halte ich mir von seiner KI. Ja. Also es gibt schon dumme Rennen-KI. Wirklich dumme Rennen-KI. Das hier in der Formel 1 ist echt, da muss man... Ja, das ist vor allem, wie soll ich sagen, da hast du teilweise das Gefühl, dass du online gerade gegen irgendwelche Crash-Kids spielst. Ja, eben. Und selbst die fahren besser. Das haben wir also aber ehrlich gesagt noch nie... Wir produzieren untereinander weniger Unfälle als die KI mit uns. Ja. Also wenn ich überlege... Von den, weiß ich nicht, 5-6 Ausfällen, die ich jetzt gehabt habe, waren Monaco selbst verschuldet. Wobei, da stimmt's auch nur halt, weil mein Flügel wäre eigentlich noch ganz gewesen. Gut, hier die KI, die mich in die Mauer gesetzt hat bei der Boxeneinfahrt, warum auch immer. Und wie gesagt, denn ansonsten habe ich ja selten mich selbst zerlegt. Meistens waren es ja wirklich die anderen, die mich irgendwie abgebracht haben von der Strecke und kaputt gemacht haben. Aber das habe ich bisher bei keinem anderen Formel 1 Spiel so übertrieben. Upsala. Ups. Alter Schwede, was war das denn gerade? Da bist du vorne hinten überall hingeditscht. Aber den leichten Flügelschaden lasse ich jetzt so. Machst du das hinter dir oder Saints? Science. Ich habe 30, also laut der Anzeige gerade noch 30, ja. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt. Ja, der ist ja. Weit weg. Du hast Science kommt jetzt in diese Kurve, wo du gerade abgeflogen bist. Na gut. Jetzt. Also, das ist. Ne, wie gesagt, zurzeit haben wir Science Grosjean, Button, Bottas, Alonso, Raikön. Ja, okay, so viel Zeit habe ich jetzt auf den nicht verloren. Es sind jetzt 27,5 gewesen. Aber der kaputte Flügel ist halt unschön. Ja. Ja, und die dreckigen Reifen. Und vor allem. Und noch. Man sieht, die Spur wird nasser. Philippe nasser? Nee, aber da sammelt sich ganz schön viel Wasser auf den einigen Abschnitten. Ja. Aber es macht jetzt keinen Sinn für eine Hunde nochmal Heavy Red, also Regenreifen zu holen. Nicht wirklich. Sagt ja ein Flug in die Leitplanke. Ja, klare. Was? Den hab ich doch eben schon überrundet. Hat der sich
etwa zurückgerundet, der Drecksack. Aber noch keiner auf Full Wets gegangen. Ne. Waren alle noch unter Miet jetzt. Macht doch keiner nochmal. Nee. Oder? Oh, kein Rosberg ging in die Box. Nein, doch nicht. Ja, bei der tollen KI ist das ja teilweise nicht. Aber das habe ich ganz ehrlich, bei den früheren Formel 1 Spielen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da die KI so übertrieben aggressiv und asozial gefahren ist. Klar, da hat die auch schon mal eine Kollision verursacht, aber hier bei dem Teil, also finde ich schon teilweise. Vielleicht sind wir auch einfach zu brutal. Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass wir hier jetzt auch das Feld wirklich gleich eingestellt haben. Ja. Dass die Autos wirklich alle gleich sind. Normalerweise gehe ich es an Palmer vorbei, als wenn er stehen würde. Deswegen, also ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch umstellen kann wieder, dass wir sagen, Feld ist nicht gleich. Ich meine, wir haben eh die drei besten Autos im Zelt. Müsste ich mal gucken, ob man das noch umstellen kann. Weil ich sag mal, so geht ja dann tatsächlich nach und nach der Spaß irgendwie mehr flöten, weil du halt eigentlich nur noch dabei bist zuzugucken, weil irgendwelche Idioten nicht abschießen. Ja. Weil siehst ja, du bist ja jetzt am Überrunden, musst jetzt aufpassen. Du Gott, lass dich nicht abschießen. Lieber, weißt du, und lass gut sein. Ja, nein, er hat es jetzt gleich geschafft. Ist ja eh die letzte Runde. Ich überhole die beiden da vorne auch nicht mehr. Außer die fahren jetzt zur Seite. Ja, okay, der fährt zur Seite. Vor allem sind die gerade zwei Fahrzeuge stehen geblieben? Ja. Oh Mann. Ja, das war ja mal wieder ein Rennen. Ja, am Ende bin dann leider doch nur ich ins Ziel gekommen. Schade für die beiden. Und ja, wir machen an der Stelle dann auch Schluss und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also Leute, haut rein!